Ja, guten Abend zusammen auf Instagram und Facebook. Herzlich willkommen in der Familienbrauerei Dinkelacker zur ersten schwäbischen digitalen Bierprobe. Normalerweise verköstigen wir hier unsere Gäste der Brauereigaststätte. Heute, aufgrund der Situation, die wir im Moment gerade alle miteinander haben, ist das leider nicht möglich. Deshalb haben wir als findige Schwaben uns überlegt, dieses digital auszustrahlen. Wir befinden uns hier im Karlsbraukeller, direkt unter unserer Brauereigaststätte, und sind hier eigentlich ganz alleine, außer uns dreien. Und ihr seid zu Hause vor dem PC oder eben vor eurem Handy. Ein Hinweis noch vorneweg: Wir strahlen nicht live aus, sondern wir nehmen diese Aufzeichnung auf und werden dann in ein paar Tagen auf Facebook und auf Instagram streamen. Dennoch habt ihr die Möglichkeit, Kommentare und Anregungen uns in die Kommentare zu schreiben, und wir würden sie dann über das Social Media Team dann beantworten. Ja, bevor wir jetzt gleich loslegen, stelle ich die Runde kurz mal vor. Zu meiner Linken, das ist der Richard, der ist bei der Familienbrauerei Dinkelacker für die komplette Stadt Stuttgart im Vertrieb zuständig. Zu meiner Rechten haben wir einen Kollegen von uns eingeladen, den Alex, der ist nicht bei der Familienbrauerei, sondern der beurteilt alles ganz neutral. Und ich selber, ich bin der Sven, ich habe die Vertriebsleitung für den Großraum Stuttgart, auch bei der Familienbrauerei. So, guten Tag. Wie gesagt, ich bin Alexander, vielen Dank für die Vorstellung. Eins noch zu den Biersommeliers. Was macht ein Biersommelier? Ja, wir verköstigen Biere, aber in erster Linie möchten wir Biere an den Endkunden bringen. Verköstigen Sie und euch dazu vielleicht bringen, das Bier mal mit anderen Augen zu sehen, es nicht einfach nur runterzuschütten, sondern es als Genussmittel und als Lebensmittel wahrzunehmen. Und da wollen wir heute euch ein bisschen dabei helfen. Wir werden heute 7 Bierstile miteinander verköstigen. Und wir werden ein bisschen was dazu erzählen, und ich hoffe, Sie werden viel Spaß dabei haben. Und ich werde jetzt einfach mal anfangen mit das Hellem von Schwabenbräu, und da gebe ich mal wieder nochmal zurück. Jawohl. Wie läuft jetzt so eine Bierprobe ab? Ich hoffe, ihr habt alle eure schwäbische Bierprobe jetzt auch vor euch, so wie wir. Wir haben es ja schon vorbereitet. Wenn nicht, dann ist jetzt der Zeitpunkt gekommen, diese zu holen. Wir versuchen heute Bier mit allen Sinnen wahrzunehmen, also wir sehen das Produkt, wir riechen das Produkt und wir schmecken das Produkt. Und ja, learning by doing, lasst uns einfach mal loslegen. So, jetzt haben wir hier, wie gesagt, das Helle im Glas. Eins noch vorneweg: Wenn ihr jetzt angefangen habt, das Helle aus dem Kühlschrank zu holen, und ich hoffe, jeder hat sein Bier in den Kühlschrank gestellt, weil Bier sollte man so bei 8 bis 10 Grad verköstigen, bis auf das letzte Bier, was wir heute trinken, das ist das schwarze. Bitte nehmt es gleich mit aus dem Kühlschrank und stellt es am besten nicht weit von euch weg auf den Tisch. Das sollte ein bisschen wärmer getrunken werden, weil umso mehr dunkle Malze verwendet werden, umso wärmer sollte das Bier auch getrunken werden. Wir sprechen hier so um die 14 Grad. Ja? Also nochmal zurückzukommen auf das Hell. Wir haben jetzt hier ein strohgelbes, goldenes Bier im Glas, es ist glanzfein filtriert. Jetzt riechen wir mal dran. Das hat wahrscheinlich kaum jemand schon mal gemacht, an einem Bier gerochen. Ah, da riecht man eine leckere Malzsüße und ganz, ganz süße, fruchtige Noten. Mit einer Spur Honig? Ein bisschen? Ja, da bin ich auf jeden Fall dabei, dass ich da auch Honig rieche. Man könnte schon fast Met sagen. Es regt auf jeden Fall vom Geruch her schon zum Meer an. Ja, ich denke, das ist auch der Grund von einem hellen Bier. Das ist nicht wie ein Pilz, sehr knackig von der Hopfengabe, sondern es ist sehr weich im ganzen Körper. Es soll im Ganzen sehr gut trinkbar sein. Ich denke, wir sollten es mal verkostigen. Ich habe schon probiert, ne? Okay. Und was sagst du darüber? Ja,
Es prickelt leicht. Mhm. Hat eine schöne malzige Note. Mhm. Aber nicht so malzig wie jetzt im Märzen zum Beispiel. Nein. Oder so. Aber man merkt auf jeden Fall das Getreide da drin. Ja. Gell? Die Gerste, die merkt man da drin. Es ist alles irgendwie leicht bei einem Bier. Also es ist jetzt nicht so, was jetzt wirklich so richtig durchsticht, sondern es ist halt wirklich auch die Rezenz. Das Mundgefühl ist leicht, bekömmlich, kann man gut trinken. Der Schaum war, ist er jetzt nicht mehr, aber vorher haben wir uns gesehen, der war wirklich, also wirklich ein toller Schaum, auch anhaftend am Glas. Und im Abgang eigentlich kurz. Mhm. Kurz. Man spürt noch ein bisschen diese Malznote, aber eben auch wieder sehr leicht, sehr dezent und eher schwach. Ja, auf jeden Fall. Ja, Alex, was wird man denn jetzt zu so einem Bier zum Essen anbieten? Ja, also dieses Bier, das hat jetzt 5,0% Alkohol, also es ist ein normales Vollbier. Wir werden nachher auch ein bisschen stärkere Biere verköstigen. Zu so einem, in dem Fall, leichten Bier könnte man auch leichte Speisen empfehlen, ein Fischgericht, einen leckeren Salat. Sehr gut. Man kann das aber auch abends zum Fußball gucken, Bier trinken. Also dafür passt das auch sehr gut. Eigentlich für jeden Anlass. Ja, richtig. So, Richie, dann kommst du zum nächsten. Ne? Wunderbar. Tun wir das hier, ich tue das gerade mal auf die Seite. Jawohl. Und dann komme ich zum Original. Eigentlich ein vom Bierstil her ein Export. Und das würden wir jetzt gerne mal probieren. Vom Alkoholgehalt her ist es bei 4,9% Umdrehungen mit einer Stammwürze von 12,3%. Schenkt mir ganz so viel ein, das ist eine kleine Flasche. Ja, da würde ich jetzt mir gar nicht so viel gönnen. Ihr könnt natürlich zu Hause ein bisschen mehr trinken wie wir. Ja, bitte schön. Jetzt wird es gut, als ich der Zweite bin. Ne? Ja. So. Wenn man jetzt die Farbe anschaut, ist das ein bisschen dunkler als das Helle, das wir vorher probiert haben. Ja. Von der Schaumstabilität ist es jetzt noch toll. Es ist natürlich, wenn wir so wenig einschenken, dann bildet sich auch jetzt nicht so viel Schaum, aber die Konsistenz ist da. Es ist eher ein bisschen grobporig, der Schaum, und nicht so feinporig wie jetzt das Helle davor. Wenn wir jetzt reinriechen wollen, dann haben wir ebenfalls diese Malzaromatik, die allerdings jetzt ein bisschen stärker durchkommt wie beim Hellen. Ja, und hier kommt jetzt auch stärker feine Hopfennote. Also stärker war jetzt falsch gesagt, jetzt kommt eine feine Hopfennote. Ja, die kommt stärker durch. Ich würde fast sagen, auch noch zusätzlich dezent. Ein ganz, ganz leichter Hefeton ist mit dabei. Ja. Für so einen Export, was eigentlich ein bisschen stärker ist, wie diese 4,9% Alkohol, was jetzt diese Interpretation hat, hat man genau diese beschriebenen Sachen trotzdem drin. Also das ist eine astreine. Okay, dann kommen wir mal, dann probieren wir. Sortentypisch für einen Export. Lecker. Viel mehr hopfiger als das Helle. Also es hat mehr Körper, es hat also wirklich ein trotzdem weniger Alkohol. Trotzdem weniger Alkohol, also es hat also einen volleren Körper. Man hat einfach ein ganz anderes Mundgefühl. Es verbreitet sich auch völlig anders im Mund, weil einfach von der Kohlensäure her, das ist also nicht so. Ja, es ist auch schön rezent. Wollte ich gerade sagen, es ist schöne, angenehme Rezenz hat. Ne? Also. Genau. Sehe ich auch so. Sehr lecker. Und im Abgang, wenn man jetzt das ein bisschen länger im Mund behält und dann eben tatsächlich runtertrinkt, dann hatten wir so noch dieses Retro-Nasale, wo dann nochmal durchkommt und dann riecht man einfach auch noch ein bisschen diesen Hopfen raus. Ja, du sagst es gerade, Retro-Nasal. Das ist jetzt auch noch so eine Sache, die ihr zu Hause mal probieren könnt.
Wenn ihr jetzt schon angefangen habt, uns vielleicht ein bisschen nachzuschmecken, probiert mal eine Sache aus. Ich erkläre es vorher und dann probiert es bitte mal aus. Hebt euch die Nase zu und nehmt einen Schluck Bier. Ihr werdet sehr, sehr, sehr wenig schmecken. Und sobald ihr dann ein bisschen Bier im Mund lasst, noch nicht runterschlucken, macht die Nase auf und dann schluckt runter. Und dann kommt auf einen Schlag der gesamte Aroma-Bouquet von diesem Bier. Also Wahnsinn, probiert es einfach mal aus, wir werden es auch noch machen. Und jetzt kommt es wieder durch. Ja, und da kommen auf einen Schlag sogar viel mehr Aromen als bei einem normalen Schluck. Mhm. Ja. Ja, also das ist auch so ein Trick, wo er für Biersommeliers, wenn man mal das erste Mal ein Bier probiert hat, um noch ganz tief in dieses Aromaprofil einzusteigen. Also, cheers. Cheers. Zum Wohl. Was man zum Essen empfehlen dazu, wäre jetzt eigentlich tatsächlich ein weißes Fleisch, ein Geflügel. Salat kann man sehr, sehr gut dazu, oder Gemüse kann man sehr, sehr gut dazu. Das passt. So ist es. Ja. So, dann kommen wir jetzt schon zum, Dankeschön. Nachdem wir aufgeräumt haben, zum dritten Bier. Das ist das Schwabenbräu Das Kellerpilz. Ist eine unfiltrierte Bierspezialität, also das heißt unfiltriert naturtrüb. Ich mache es jetzt mal auf und dann schauen wir uns das mal an. Ja. Da können wir jetzt wieder größere Schlücke nehmen, ja, weil das ist eine große Flasche, ne? Ja, jetzt haben wir auch eine andere Schaumbildung. Ja. Dankeschön. Ja, also von der Farbe her geht es schon fast in Richtung Bernstein Orange mit einer schönen naturtrüben. Oder mit einer schönen Trübung, Naturtrübung, Entschuldigung. vom Schaum her ist er sehr feinperlig, haftet auch schön am Glas. Schauen wir mal, also ich gehe mal schwer davon aus, dass er sehr langanhaltend ist. Super viel Hopfen. Ganz, ganz viel, also wirklich wie im frischen Hopfenfeld. Ja, ich finde aber auch ein bisschen fruchtig, also ich rieche so Richtung Zitrusfrüchte raus. Ja, das ist ein typisches Pilz. Ja, das ist ein typisches Pilz, dieser Hopfen, der da so durchkommt, so charaktervoll durchkommt, das ist richtig. Aber es ist halt nicht so, so extrem klar. Ja, also wie ein Pilz, ja, sondern durch dieses unfiltriert sein hast du halt viel mehr Aromen, die dann auch zusätzlich im Bier drin bleiben. Ja, jetzt haben wir viel gerochen, jetzt sollten wir mal antrinken, oder? Miteinander. Ja, das, was ein Pilzbier erstmal verspricht, dass es eine schöne Kohlensäurehaltigkeit hat, also eine schöne Rezenz hat, finde ich. Aber durch dieses Unfiltriertsein hast du noch eine super Restsüße noch drin. Ja, das ist richtig. Der Körper ist da wirklich noch voluminös und bleibt noch sehr, sehr lange im Mund. Ja. Ja, was man auch mal sagen kann, ist, man sieht jetzt hier, wie der Schaum an den Gläsern haften bleibt. Das spricht zum einen dafür, dass unser Gastronom in der Brauereigaststätte hier in Stuttgart die Gläser ordentlich reinigt und mit dem richtigen Spülmittel reinigt, weil das ist ein Grund dafür, ob das Glas sauber ist und auch spricht auch für die Schaumqualität dann in dem Bier. Ne? Also das ist einfach auch mal zu wissen, weil manchmal liegt ja so ein Bier wie eine Apfelsaftschorle im Glas und das hat man hier jetzt überhaupt nicht. Ne? Also der Schaum ist lang anhaltend, er haftet im Glas. Man kann es aber bei euch zu Hause sagen, wenn ihr jetzt nicht so eine schöne Schaumbildung habt in eurem Glas, dann liegt das nicht daran, dass eure Gläser dreckig sind, sondern wahrscheinlich, weil ihr ganz schön viel Klarspüler in eurer Spülmaschine benutzt. Und da gibt es einen Trick. Ihr könnt die Gläser einfach nehmen und vorher mit kaltem Wasser, ganz wichtig, kaltem Wasser einmal ausspülen und dann das Bier erst einschenken. Und dann ist der ganze Klarspüler nämlich weg und dann hat man auch wieder so eine schöne Schaumkrone. Und dann noch ein Tipp zum Schluss.
Und danach nicht bitte polieren, weil an jedem Geschirrtuch oder an jedem Poliertuch natürlich auch wieder Spülmittel oder Waschmittel dran hängt. Und dann hat man die Schaumbildung dann auch wieder nicht. Im Abgang, da haben wir noch gar nicht drüber geredet. Doch, du hast schon eine Rezenz gesagt. Ja, die Rezenz und ich finde aber auch die Hopfennote hält relativ lang an. Ja. Was ich jetzt nicht so sehr spüre für Pilz, ist tatsächlich diese Bitternoten. Genau. Die spüre ich jetzt so stark nicht raus. Also die Bittereinheiten sind da wahrscheinlich eher geringer gehalten. Ich spüre zwar die Bittere, aber eben für einen Pilz könnte es fast noch etwas bitterer sein. Könnte, ja. Ja, aber das spricht ja für den Kellerpilz. Das ist dann das Kellerpilz, das Naturtrübe. Genau, ein bisschen. Ja, Naturtrübe ist gut, auch ein bisschen wärmer von Ohren. Genau. Da hat man immer noch ein bisschen mehr Restsüße noch mit drin durch die Gärprodukte. Also. Ja, bevor wir weitermachen, tun wir ganz kurz noch die Speiseempfehlung. Auch eine leichte Küche, sage ich jetzt mal, Salat sicherlich und auch ein Fisch oder weißes Fleisch wäre hier angebracht. Ne? Alex, jetzt sind wir schon fast in der Halbzeit, ne? Wenn du jetzt. Also, ich räume mal wieder auf. Jetzt. Vielen Dank. Also, wir haben als nächstes hier ein Zwickel. Ja, unten drunter steht auch naturtrübes Kellerbier. Ja, wir hatten jetzt gerade eben schon einen Kellerpilz, jetzt haben wir ein Kellerbier. Das ist diese Variante, was ich gerade eben schon kurz angesprochen habe, wenn ein Bier zu Kellertemperaturen vergoren wird. Das ist nämlich bei untergärigen Bieren eher ein bisschen höher angesiedelt, das heißt um die 13, 14 Grad. Somit werden die Biere immer ein bisschen süffiger. Wollen wir natürlich auch, macht auch Spaß. So, wir haben jetzt hier ein Zwickelbier. Das machen wir mal aufmachen. Funkt auch schön, ich hoffe bei euch zu Hause auch. So. Ich gebe es mal weiter. Oh. Hervorragend. Da erzähle ich noch mal kurz was zum Zwickel. Ja, was ist denn ein Zwickel? Ein Zwickel ist ein kleiner Hahn, der an einem Gärtank dran ist, dass der Braumeister zwischendurch sich mal die Kostprobe zwickeln kann. Und das bedeutet eigentlich, das Bier ist noch gar nicht so richtig fertig, ja, noch nicht fertig gereift. Der Braumeister zwickelt sozusagen jeden Tag ein bisschen und guckt, wie ist der Stand meines Bieres, wie ist die Reifung, kann ich es denn jetzt abfüllen in Flaschen, ist es jetzt genau richtig. Und das will man hier mit so einem Zwickelbier auch machen. Natürlich ist es fertig, aber man hat hier immer noch ein paar Hefe-Nebengeräusche drin, wie zum Beispiel ein grüner Apfel, ja, was in diesem Bier ganz natürlich ist. Also was ich brutal finde, ist wirklich reife Banane. Ja. Mhm. Also oder das ist mir sofort in den Sinn gekommen. Ja. Mhm. Sind Früchte. Mhm. Ja, das sind alles diese Hefe-Nebenprodukte, Ester sagt man in dem Fall dazu, die werden in der Gärung dann bei höheren Temperaturen einfach gebildet. Ne? Und sind jetzt so in dem Bier drin. Was haben wir zu der Farbe? Das geht schon fast ins Kupfer, gell? Ja. Wenn ich dieses Bier in die Sonne halte, sieht es aus, als wäre es flüssiges Gold. Das hast du schön gesagt. Das hast du schön gesagt. Ich hätte jetzt gesagt, das ist die Trübung, die ist so richtig fein verteilt. Da ist also nichts drin, es ist allerdings trotzdem trüb, also eine wunderbare Farbe. Das sieht natürlich bei Tageslicht dann wieder ein bisschen anders aus, wie jetzt hier unten im Karls Braukeller. Aber wunderbar. Vom Geruch her gebe ich dir recht, man riecht die Hefe wirklich raus, man riecht diese Resthefe, dann mal riecht eben diesen fruchtigen Geschmack, diesen eben an diese reife Banane, wo es dran erinnert, oder eben an ich hätte fast schon gesagt Ananas, ein bisschen Maracuja, ein bisschen. Danach kommt es immer wieder durch. So, jetzt probieren wir es. Ja, das ist bestimmt für euch alle da draußen, oder für viele da draußen, ziemlich witzig, über was wir hier alles sprechen, über einen Fruchtkorb im Glas und mit allen Sinnen genießen. Ja, gute Biere sind Lebensmittel und probiert sie mit allen Sinnen und ihr werdet sowas auch schmecken. Und lasst euch Zeit dabei,
riecht lange rein, auch wenn der Schaum dann eben weg ist irgendwann mal, spielt keine Rolle, sondern lasst euch wirklich Zeit, probiert, auch wenn ihr auf die erste Nase nicht riecht, probiert es nochmal. Das muss man sich auch antrainieren, das kann man auch nicht von vornherein gleich machen und gleich wissen, sondern man muss es sich ein bisschen antrainieren, man muss sich auch ein bisschen damit beschäftigen und je mehr Zeit ihr euch da lasst, desto mehr kriegt ihr da auch raus. Und was man aber trotzdem dazu sagen muss, ist, sage ich jetzt mal, das kann man natürlich nicht unbedingt alleine zu Hause machen, sondern man braucht da schon zwei, drei, vier Leute, ja. Um einfach sich gegenseitig auch zu befruchten. Ja? Weil manchmal sitzt man auch davor, also auch wir, und riechen ein Bier rein und haben echt Schwierigkeiten, dort jetzt irgendwas, vielleicht ist da heute die Tagesform dann nicht richtig oder solche Dinge. Deshalb, das eine ist eine Bierprobe, die macht man in einer Runde, die macht man vielleicht auch zu Hause oder vielleicht mal bei seiner Stammgaststätte. Und das andere, lasst euch aber auch nicht vermiesen in unseren schönen Gastronomien, wenn dann alle wieder geöffnet haben, dort ein Bier zu trinken und vielleicht das auch mal unbewusst zu trinken. Ja? Also nicht, dass ihr hier jetzt meint, wir müssen jedes Mal, ja. Das machen wir nämlich auch nicht. Manchmal haben wir einfach nur Durst. Einfach nur Durst. Wir trinken manchmal auch nur eine halbe. Genau, richtig. So, jetzt haben wir aber vom Geruch haben wir schon relativ viel, aber vom Geschmack. Ja. Also ich würde alles, was wir vom Geruch her rausgerochen haben, im Geschmack auch wieder schmecken. Ja, auch schmecken, genau. Also diese fruchtigen und Aromen, die wir in der Nase haben, ja. Die haben wir nachher wieder tatsächlich im Gaumen. Mhm. Doch. Hast du im Abgang noch? Also ich weiß nicht, ich habe im Abgang tatsächlich diese unreife Avocado irgendwie, diese, ich weiß nicht, das wäre ständig grüne Apfel. Apfel. Genau, das ist ja grüne Apfel ist ja eigentlich genau das, dieser Geschmack von einem unreifen Bier, genau. Da sagen wir es hin. Genau. Da kommt es hin. Ja. Aber hier können wir jetzt sicherlich auch schon ein bisschen was Kräftiges dazu zum Essen. Ja, wir haben ja auch ein bisschen mehr Alkohol im Glas. So ist es, ja. Ja, wir liegen, ich glaube, bei 5,6. Leider muss ich auch mal nachgucken. Bei 5,6, ja. 5,6? Ja, mit der Stammwürze von 12,6. Also ist Wahnsinn, okay. Aber mit einer Stammwürze von 12,6 auf 5,6 Alkohol zu kommen, das ist sehr gut vergoren. Also das ist doch schon ganz schön tief. Ja, nee, also und das Deftigere, sage ich jetzt mal, wäre sicherlich ein schönes Festprobier, ist das. Dann vielleicht auch, jetzt beginnt ja im Moment gerade die Situation. Die Grüße leider, ja, leider, ja. Gottes, leider Gottes nur in der Familie und mit Freunden. Schmeckt auch gut. Ja, natürlich, genau. Aber das wäre also ein schönes Bier zum Grillen. Genau, zum Grillen, ne? wäre das optimal. Aber bitte das Bier nicht über das Grillfleisch schütten. Nein. Das Bier kommt in den Mund, nicht auf das Fleisch. Genau. Da gehört Marinade drauf. Genau. Wer ist denn jetzt mit Einschenken dran? Ich glaube, der Richard. Ja, ich bin dran. Da räume ich mal wieder auf, oder? Ja, ich bin dran. Und zwar kommt jetzt das echte, für mich eines der Biere, die wir hier präsentieren, das richtig viel hergibt, finde ich. Mach's mal auf. Ja, das ist das echte. Es ist ein Märzen, das wir jetzt probieren werden. Schenken wir jetzt mal ein. Ich bin jetzt dritter, muss man sagen. Bitte schön. Wie wir sehen können, die Farbe und der Schaum ist richtig, richtig feinporig. Er haftet kaum eigentlich am Glasrand, im Moment noch zumindest. Das ist Kupfer. Es ist tatsächlich, wie du sagst, es ist richtig kupferfarben. Ja, also wenn man jetzt hier diese Schanksäule anschaut, ja, die Kupferfarben ist, wenn man die jetzt dann dagegen hält, ja, kommt das fast hin. Vielleicht die Lichtverhältnisse brauchen noch nicht so die richtigen, aber das könnte wirklich fast hinkommen, wenn man das jetzt wirklich von der Farbe anschaut. Das ist hochinteressant, das ist also wirklich, wirklich schön auch anzusehen, bei Tageslicht noch schöner. Ich habe es gestern nochmal probiert, da war es wirklich noch intensiver. Ja, ich habe es probiert. Alkohol gehabt bei den Märzen haben wir von 5,7, bei einer Stammwürze von 13,3.
Und da haben wir jetzt eine Besonderheit, wenn wir jetzt reinriechen. Und wenn wir jetzt reinriechen und ich sage euch zu Hause, was wir riechen, dann riecht ihr das auch. Das ist einfach so. Das ging uns bei der Schulung zum Biersommelier genauso. Wenn der Dozent uns gesagt hat, da riecht man eben Banane raus, dann habe ich Banane gerochen. Da konnte drin sein, was wollte ich, habe Banane gerochen. Und das ist eben so, dass bei einer Bierprobe, wenn wir die tatsächlich hier machen mit Publikum, dann binden wir eben das Publikum mit ein. Und wir lassen die Leute wirklich zu Hause riechen und wir lassen sie wirklich selber auf irgendwas kommen und geben das nicht vor. Weil wenn wir es, wie gesagt, wenn wir es vorgeben, dann habt ihr das im Kopf, dann habt ihr es in der Nase, dann habt ihr es im Gaumen und dann macht das vielleicht auch nicht so viel Sinn. Deshalb würde ich jetzt sagen, ich sage jetzt mal die nächste Minute nichts. Ihr riecht jetzt rein und schreibt das vielleicht auf und dann schauen wir mal, ob wir hinterher das Gleiche riechen. Also. Ja, jetzt riechen wir. Jetzt riechen wir. Jetzt riechen wir. Aber nicht der ganze Minute. Ja, nicht der ganze Minute. Wir geben euch vielleicht ein paar Sekunden. Ja, vielleicht kommen wir drauf. Ja, und. Also deutlich, meines Erachtens deutlicher, diese Malzaromen, die kommen deutlich durch. Also für mich auch witzig, ja. Ich trinke das erste Mal diese Biere. Mhm. Ich habe sie vorher noch nicht getrunken. Wir schon. Ja, wenn man hier arbeitet. Aber sehr, sehr toll, was man hier alles so bewusst rausschmecken kann. Ich habe Honig in der Nase. Ich habe so überreife Birnen, überreife Früchte im Allgemeinen. Ja. Fast schon vergoren. Ja. 5,7. 5,7. Auf was kam ihr? Schreibt es uns bitte in die Kommentare. Ja. Es wird uns wirklich interessieren, auf was ihr jetzt tatsächlich da gekommen seid, auf welche Gerüche ihr gekommen seid. Das Gleiche machen wir jetzt wirklich auch beim Geschmack. Mhm. Wir werden trinken, wir werden euch ein bisschen Zeit geben. Überlegt euch, nach was es schmeckt, was ihr da rausschmeckt. Ist es tatsächlich nur das Malz? Ist es vielleicht sogar eine grüne Wiese, wo ihr da rausschmeckt oder sonst irgendwas? Man kann also wirklich tausenderlei Sachen rausschmecken aus einem Bier. Probiert es einfach und schreibt es uns vielleicht in die Kommentare. Witzig ist vor allem auch, dass man manchmal andere Sachen riecht, wie man schmeckt. Das ist auch sehr, sehr interessant. Also das kann auch ganz anders laufen. Dann probieren wir es mal. Hast du schon leer? Ich habe schon eine Weile probiert, ja. Ihr merkt, wir machen ab und zu mal die Augen zu. Ja, wir denken uns unser Happy Place. Also was es natürlich Wahnsinn. Brutal hat, ist ein total starken Körper, einen richtig vollen Körper hat das Bier. Aber wie ich vorhin auch gesagt habe, was ich gerochen habe, reife Früchte. Man kann sagen, roter, reifer Apfel. Kriegst du jetzt auch tatsächlich wieder rein. Ja. Von der Kohlensäure ist es gut, es ist wirklich, es ist perlt auf der Zunge. Ja. Richtig, wenn man es dann wirklich auf der Zunge liegen lässt und nicht sofort runterschluckt, sondern wirklich liegen lässt, das verteilt sich wirklich im ganzen Mundraum und man spürt es durch die Bitterrezeptoren, die tatsächlich hinten im Gaumen sitzen, also hinten an der Zunge sitzt. Und dann spürt man eben diese Bittereinheiten, die spürt man, wenn man es wirklich runterschluckt und dann wirklich bewusst runterschluckt, dann spürt man, wie lang das tatsächlich da anhält. Ja. Sehr lange anhalten, ja. Das ist richtig. Aber der Körper, der bleibt auch ganz lange noch. Ja. Bleibt wirklich. Der kommt gar nicht lang mal eher nochmal wieder raus, genau. Der Körper. Ja. Genau. Die Süße. Das ist jetzt also auch wieder so ein Bier, wo man jetzt tatsächlich, ja, man kann es natürlich trinken, auch zum Durst, aber es ist wirklich ein Bier, wo man wirklich schluckweise auch genießen kann und wirklich. Ja, das ist schon fast bei einem Aperitif sogar fast. Ja. Genau. Genau. Also wenn man es bewusst trinken will, kann man sowas als Aperitif trinken. Mhm. Ja. Aber Alex, das ist ja ein Biertipp, der heißt Merzen. Ja. Und da gibt es eine wunderbare Geschichte und ich glaube, die... Die muss ich jetzt erzählen? Ja, bitte, Alex. Erzählen. Die erzählst du immer ganz schön. Wir hören also, dir gerne zu. Es gab früher, bevor es die Kühlschränke nämlich gab und wurde Bier immer nur bis Michaeli
der katholische Kalender oder der christliche Kalender bis Michaeli gebraut und das liegt immer noch im März. Und das ist nämlich somit das letzte Bier, was im Jahr gebraut wurde und somit hieß es Märzen. Und die Geschichte dahinter ist, weil man ja auch im Sommer Bier trinken wollte, hat man das Ganze immer ein bisschen stärker eingebraut. Erstens mal mit mehr Malz, um einen höheren Alkoholgehalt zu bekommen und zweitens mit mehr Hopfen. Beides ist nämlich desinfizierend und macht das Bier länger haltbar. Somit konnte man auch über den Sommer gutes und sehr leckeres Bier genießen. Das ist der Bierstil Märzen. Genau. Ja. Okay, dann so. Rücken wir zum nächsten. Nein, was essen wir dazu? Ach zu diesem Bier? Das was essen wir wirklich? Vergessen. Was können wir machen? Wir können natürlich zu diesem Bier passen, finde ich, tatsächlich deftige Gerichte. Also wirklich, da kann man wirklich, was weiß ich, Rindsrouladen, man dazu essen. Also das passt gut dazu. Also wirklich, je deftiger, desto besser. Ein Gulasch, vielleicht auch noch draußen, irgendwie auf dem Gasgrill, im Feuertopf gemacht, das ist richtig gut. Und dann ein Märzen dazu. Ich glaube, da kann man sich die Zeit zu Hause gut vertreiben, ja, wo wir jetzt ja alle sind. Und da wünsche ich zum Wohl. Zum Wohl. Zum Wohl. Vielleicht ist es ja bei Ihnen zu Hause jetzt auch schon mittlerweile 19 Uhr, es gibt Abendessen. Ich hoffe, Sie haben was Leckeres. Ich hoffe, Sie haben einen Gulasch. Danke sehr. So, ja, dann kommen wir jetzt zum nächsten Bier. Ich habe jetzt die Ehre, unser stärkstes Bier in der Familienbrauerei vorzustellen. Das ist Schwabenbräu, der Helle Bock, also ein Bockbier. Mit 6,9 Umdrehungen oder Volumenprozent Alkohol. Jetzt muss ich auch nochmal spiegeln und wir haben eine Stammwürze in Höhe von 16,2. Also das ist schon eine ordentliche Nummer. Machen wir es mal auf. Ja. Wenn man jetzt bei der Stammwürze auf den Alkoholgehalt irgendwie drauf kommen will, dann muss man eigentlich die Stammwürze nehmen, minus 2 durch 2 und dann hat man irgendwo dann auch den Alkoholgehalt. Also das Bier hat schon... Aber das Bier hat ja schon beim Öffnen gezeigt, dass es das Stärkste ist. Das war im Moment gerade bis auf das nächste auf jeden Fall der lauteste Block. Ne? Ja, wir haben hier jetzt ein Bockbier. Bockbier ist untergärig eingebraut, von der Optik her, also hat einen wunderschönen Schaum, muss man wirklich sagen, sehr, sehr feinporig, mal gucken, aber von der Farbe her, muss ich sagen, sind wir von dem echten gar nicht so weit weg, oder sehen wir das? Also ich finde das jetzt sogar heller als das echte. Ich fand das echte ein bisschen rötlicher tatsächlich. Ja. Nee, das ist jetzt schon eher Bernstein, sage ich jetzt mal. Ne? Okay. Das ist ja nochmal, ja. Das ist das Echte. Ja, das stimmt. Und das Echte jetzt, ist echt. Jetzt, wenn man das wirklich echt, so nimmt, das Echte hat, ist ein bisschen rötlicher. Ja. Das schimmert anders durch. Also hier riecht man die 6,9%. Wollte ich gerade sagen, ja. Hier riecht man die in der Nase. Ja, also das muss man sagen. Also. Die hat man sofort drin. Ich bin also ein bisschen bei der Nelke. Was sagst du, Alex? Muskat? Ja. Also ich bin eher bei Gewürzen. Gewürzen, ja? Ja, aber Nelke ist ja auch genau in dieser Kategorie drin. Ja, also ganz weg von Früchten in dem Fall. Überhaupt nicht. Sehr würzig. Was man jetzt hier aber nochmal einwerfen kann, ist, man sieht jetzt hier, also ich weiß nicht, ob man das in der Kamera so sieht, wenn ich es hier so reinhalte. Also hier ist der Schaum jetzt relativ schnell zurückgegangen. Richtig. Der schuldet aber auch natürlich den hohen Alkoholgehalt. Genau. Also insofern, da dürfte jetzt... Da leidet er drüber. Sind jetzt nicht eure Gläser schuld, okay? Ja, dann probieren wir es doch mal. Ne? Also ich finde,
riecht nicht nur den Alkoholgehalt bei dem Bier, sondern man schmeckt ihn auch ganz deutlich raus. Totales Mundgefühl. Ja. Wirklich voll. Ja. Breitet sich extrem großer Körper. Ja, das Bier. Breitet sich komplett aus. Also wenn wir immer Körper sagen, das ist ein sehr, sehr gehaltvolles Bier. Ne? Also das, man merkt es sofort, wenn man jetzt ein ganz schlankes Pilz trinkt, dann ist das ganz anders im Mund, wie wenn ich jetzt natürlich so einen hellen Bock antrinke. Ne? Und was habt ihr am Geschmack? Also ich weiß nicht, aber ich komme da ständig irgendwie auf Beeren. Auf dunkle Beeren. Also ich bin jetzt komischerweise ganz weg. Ja, das war nicht vorhin gesagt, im Geruch. Vom Geruch her, zum Geschmack her, ganz anders. Ja. Ihr Geruch hat überhaupt nichts Fruchtiges. Ja. Gar nichts. Eher Gewürze. Und jetzt im Geschmack, muss ich sagen, denke ich da ständig irgendwie an Beeren, an Blaubeeren, an Schwarzbeeren, an irgendwie an... Ja, dunkle Beeren. Getrocknete Pfirsiche. Okay. Oder getrocknete Pflaumen. Dörrobst. Ja, das stimmt. Ja, also ich finde aber, also das kann man sicherlich sagen. Und was ich aber schon dominant finde, ist natürlich schon auch der Alkohol, wo man einfach rausschmeckt. Ne? Weil, das ist natürlich bei fast 6,9, knapp 7%. Ne? Ja, ist das natürlich für ein Bier. Ja, für manche Nockerberger ist das gar nicht so gut. Ist das schlecht? So ist es, ja. Also, aber ein tolles Bier. Im Abgang sehe ich noch so ein bisschen, also oder schmecke ich noch ein bisschen Nuss raus. Mhm. So Haselnuss, genau. Mhm. Okay. Ja, genau. Aber und es ist halt unheimlich lang. Das könnte ich mir nämlich dadurch jetzt auch schon mal gut zu einem Dessert vorstellen. Da fängt es schon an, rein von der Kräftigkeit, jetzt von der Farbe noch nicht. Ja, genau. Und aber die berühmte Brücke, die wird beim Bauen zum Dessert. Genau, richtig. Doch. Pfirsich-Melba. So, wunderbar. Jetzt. Das ist schade, dass wir das jetzt hergeben müssen. Das war das wirklich. Wir können es ja auch einfach mal hinter dem Glas verstecken und vielleicht bringen wir das dann nachher zum Schluss nochmal. Ja? Und jetzt sind wir, wie ihr seht. Aber schön aufgeteilt. Hier Hier schwindet es so langsam, was unsere Biervorräte betrifft. Mhm. Auch wir haben nämlich zu dritt nur eine Flasche der Bierprobe gehabt. Ja, und das letzte Bier hat der Alex, unser Gast, dann wieder. Er hat die Ehre. Wir wollten es eigentlich machen, aber wir dachten, nein, wir lassen es für den Alex, weil er unser Gast ist. Das ist wirklich sehr nett von euch. Vielen Dank. Bitte. Ich weiß ja zum Glück, wie es wirklich war. Aber lass uns was üben, dann ist alles gut. Also, was haben wir hier? Ich habe ja am Anfang schon gesagt, das bitte vorher rausstellen, das sollte ein bisschen wärmer werden. Wir haben jetzt hier das Schwarze. Ah, das ist ich glaube, das war das Lauteste. So, ihr werdet auch gleich sehen, warum das Schwarze heißt. Es ist nämlich das Dunkelste, was wir jetzt hier verköstigen heute. Mein Sohn hat gestern gesagt, kann ich auch eine Cola haben, sage ich. Kannst du nicht. Schäumt die Cola auch so? Ich weiß nicht. Der hat nur die Farbe gesehen, für ihn war es Cola. Jetzt wollen wir aber eine Sache mit euch machen. Jetzt haben wir die ganze Zeit, bis auf vorhin, Richie hat schon mal kurz gesagt, hey, gebt euch eine Minute, versucht mal es rauszufinden, was ihr da schmeckt. Das ist jetzt, ich sage eine Sache vorab, ein sehr, sehr komplexes Bier. Da werdet ihr Sachen drin schmecken, die haben wir heute noch gar nicht. Und deswegen will ich euch da nochmal eine gewisse Zeit lassen, selber reinzuriechen, mit allen Sinnen genießen, beide Nasenlöcher reinzuhängen und es auch zu probieren. Ja? Das schwarze Bier. Ihr könnt das jetzt alles natürlich schon mal zu Hause machen. Ich erzähle ein bisschen nebenher und ihr probiert einfach, schreibt es vielleicht auf, wenn ihr ein Stift zur Hand habt. Das schwarze Bier wird so dunkel durch dunkles Malz. Ja, was ist denn dunkles Malz? Ja? Jede Braugerste, wir brauchen nämlich mit Gerste, kommt vom Feld eigentlich ziemlich hell. Ja? Daraus wird dann gemälzt.
Das Bier, das Korn wird dann nochmal zur Reifung gebracht. Da entsteht dann ein kleiner Keimling, der dann abgetötet wird durch Hitze. Ja? Und wenn man diese Hitze nicht lange in diesem Korn aussetzt, dann hat man ganz helles Malz. Zum Beispiel das Pilsner Malz. Und somit haben wir dann auch sehr, sehr helle Biere. Und wenn man diese Trocknung, diese Temperatur einfach hochfährt, umso dunkler wird auch das Malz nachher. Und wenn man dann Richtung über 100 Grad geht, dann fängt das Malz auch schon an zu rösten. Ja, also wir sprechen hier von Röstmalz. Und in diesem Malzkorn entstehen dann durch den Zucker, der da schon vorgemalzt oder vorgemälzt wurde, Karamelle. Ja, ihr kennt das schon von Karamellbonbons oder von anderen Süßigkeiten. Und genau dieser gleiche Zucker, der kommt dann durch dieses dunkle Malz in dieses Bier rein. Ja, also ihr könnt euch jetzt schon vorstellen, das Bier hat mit dieser dunklen Farbe auf jeden Fall irgendwie einen Karamellcharakter. Aber es entstehen auch ganz, ganz andere Geschmacks- und Aromaprofile. Probiert es aus, testet es und ich bin echt gespannt auf eure Kommentare, was ihr da jetzt alles rausschmeckt. Alex, 100 Punkte, das wäre die Prüfung gewesen. Super, jetzt habe ich sie schon. Man muss auch dazu sagen, der Alex ist Bierbrauer, Hobby-Bierbrauer. Ja. Und insofern hat er eigentlich vom Brauprozess schon ein ganz, ganz tiefes Wissen. Und deshalb durfte auch den Part hier übernehmen. Ne? Ja, eine kurze Sache dazu. Ich bin nämlich erster Vorstand hier von den Kesselbrauern in Stuttgart. Das ist ein Verein für Hobbybrauer. Deswegen bin ich sehr froh, von euch eingeladen worden zu sein. Genau. Ich habe gewusst, dass er es gemacht hat. Ich habe gewusst, es kommt. Irgendwann im Laufe des Abends wird er es noch bringen. Muss. Also, dann wollen wir erstmal riechen. In dieses komplexe Bier. Also ihr wird von der Farbe, das ist natürlich schon also tiefschwarz. Tiefschwarz. Ja, genau. Ja, also. Wenn man es ins Licht hebt, dann kriegt es so eine leicht rötliche Note. Also als Biersommelier kann man da schon von opak sprechen. Mhm. Das sind Worte, die hat man noch nie gehört. Gleich wieder vergessen. Der Schaum ist weit natürlich nicht so hell, wie wir es vorher hatten. Wir haben wirklich einen Cappuccino, fast so ein Cappuccino, Nougatfarben. Der Schaum, der auch tatsächlich am Glas haften bleibt. Er hat es natürlich, jetzt haben wir es ein paar Mal gedreht. Ja, wenn wir es jetzt noch weiter drehen, haben wir bald gar keine Kohlensäure mehr drin. Ja, und die Rezenz ist völlig weg. Deshalb würde ich sagen, lass es uns probieren. Gut. Zum Wohl. Zum Wohl. Ja, wie gerade eben schon gesagt, durch diese dunklen Malze haben wir jetzt einen ganz, ganz anderen Charakter. Wir haben jetzt im Bock schon langsam diese Dörrobst-Varianten geschmeckt. Ich finde, in dem kommen die noch viel, viel extremer, noch viel stärker zum Vorschein. Also ganz klar, getrocknete Pflaumen, ja, getrocknete Datteln. Die kommen raus. Ich finde auch diese Karamellisierung in dem Malz, die kommt jetzt hier auch in der Nase und auch tatsächlich im Mundraum komplett rüber. Ja. Also diese deutlichen Karamellnoten. Und das ist von dem Röstmalz. Das Röstmalz hat man hier tatsächlich und so ein bisschen das Kaffeeartige. Ja, genau. Ja, aber wir haben vom Geruch haben wir ja noch gar nicht gesprochen gehabt. Stimmt, wir sind zum Probieren überhaupt der Alex ja auch schon gesagt, also beim Geruch merkt man eigentlich schon diese Röstaromen, ja, also das von dem Röstmalz auch kommen. Und geht ein bisschen ins Karamell, bin ich der Meinung. Ne? Ja, und wenn man es dann auch antrinkt, sage ich jetzt mal, dann du hast schon auch die Röstaromen, du gehst in Richtung Kaffee und solche Dinge. Ne? Also. Aber Cola schmecke ich nicht. Nee. Nee. Sicher nicht. ist jetzt aber auch ein ganz guter Übergang. Also wenn man diese, also jetzt nicht das Cola, sondern der Kaffee, den ich gesagt habe, den tut man ja auch nach dem Essen genießen, der ein oder andere. Und insofern eignet sich natürlich so ein dunkles Schwarzbier auch hervorragend
zu jeglichen Desserts. Ne? Ja. Da habe ich aber noch eine ganz tolle Geschichte. Das habe ich mir fast gedacht. Mit Cola sagst. Also, woher kommt denn eigentlich die dunkle Farbe von Cola? Ja, das ist Malz. Dunkles Malz. Das habe ich jetzt nicht gewusst. Ja. Malz wird auch in einer Melzerei irgendwann mal so stark eingebraut, dass das ganze Wasser da drin verdampft, ja, und dann wird es ein Sirup. Und dieser Sirup, ja, der wird Cola hinzugefügt und dadurch entsteht die Farbe von Cola. Okay, jetzt haben wir hier nicht so über was gelernt, gell? Wir lernen immer was dazu. Ich muss aber dazu sagen, dass wir diese Reihenfolge vielleicht nochmal ansprechen sollten. Ja, warum wir tatsächlich diese Reihenfolge gewählt haben. Und zwar ist es bei einer Bierprobe so, dass man tatsächlich hergeht und eben wirklich das leichteste Bier nimmt. Das leichteste Bier, also mit dem geringsten Alkoholgehalt und eben bis zum stärksten Alkoholgehalt. Wir haben hier, und dann müssten wir auch noch die Farben anschauen. Wenn wir natürlich dunkle Biere haben, richtig röst-aromatische Biere haben, dann sollten wir die am Schluss probieren, weil wir sonst tatsächlich hinterher nicht mehr sehr viel schmecken. Es gibt auch so eine Faustregel, sage ich jetzt mal, vom Alkoholgehalt von leicht bis schwer und von der Farbe von hell bis dunkel. Genau. Aber wir merken dass wir vorher einen hellen Bock getrunken haben mit fast 7% Umdrehungen und wir haben hier eigentlich ein Bier, das wirklich vollmundig ist und wirklich auch als voller Körper daherkommt, aber tatsächlich der Alkoholgehalt eben wirklich bei 4,9 ist es wirklich eher ein leichtes Bier, ein mildes und das merkt man nachher auch tatsächlich im Nachtrank. So ist es und auch von den Speisen, also ich habe es jetzt gerade eben angesprochen, dass es einmal ein Dessertbier sein kann, aber ich kann es natürlich trotzdem auch zu kräftigen Essen nehmen. Zu einem Wild. Genau. Ja. Und das ist genau der Unterschied, wo wir da jetzt halt haben. Also einmal habe ich hier ein relativ starkes Bier vom Alkoholgehalt, wo ich zu die gleichen Speisen empfehlen kann und dann wieder ein relativ niedriger Alkoholgehalt, aber dafür das Röstmalz und auch den vollen Körper über die ganze Geschichte. Das kann ich wirklich, wenn wir jetzt sagen Nachspeisen, ich kann es wirklich zu einem Kuchen essen. Ja, zum Kuchen oder zum Eis. Zum Kuchen essen, jetzt ist es aber auch gut, dass man schon sieht. Zum Kuchen trinken. Ja. Aber das kann ich ja wirklich gut. Ja, gut. Wir sind leider schon am Ende angekommen. Bitte. Wir hoffen, euch allen hat Spaß gemacht. Uns hat's. Bitte, sehr. Bitte gebt euer Feedback ab. Wenn es euch gefallen hat, würden wir es gerne nochmal tun. Jetzt haben wir es einmal hinter uns. Versprich nicht zu viel. Jetzt haben wir es das erste Mal online hinter uns. Habt einen schönen Abend, genießt ihn und bitte bleibt gesund. Genau. Schönen Abend noch. Trinkt die Biere aus. Sehr zum Wohl. Werden wir auch tun. Bleibt zu Hause. Ciao. Ciao.